Ecke. Feinkost flüssig. Herzlich willkommen in der Schüttelschule von Banneke. Heute möchten wir Ihnen mal wieder einen Drink zeigen aus der Kategorie Tiki-Drinks, gerade für den Sommer. Ja, eine sehr beliebte Drink-Kategorie. Die sind oft sehr, sehr aromatisch, sehr auf Säfte bezogen, ne? Sehr fruchtig auch. Und in diese Kategorie fällt auch dieser Drink, den Sie auch wahrscheinlich wieder vom Namen her alle kennen, und zwar der Hurricane. Ist ein bisschen verschrien, sag ich mal. Ist auch, ich sag mal, unkompliziert. Was jetzt aber gar nicht wertend gemeint ist, sondern es ist ein Drink, den man von der Aromatik wirklich leicht genießen kann, von dem man gerne vielleicht auch mal einen zweiten nimmt und der wirklich perfekt zu dem Thema Sundowner und so passt. Und eigentlich ist er auch ganz leicht gemacht. Wie gesagt, und von der Aromatik nicht zu kompliziert, aber sehr lecker. Was wir brauchen, sind zwei verschiedene Rums. Ich empfehle immer einen kräftigen jamaikanischen Rum, davon 3 Zentiliter. Und dann einen nicht zu leichten, damit er auch ein bisschen eine Chance hat, ungelagerten Rum. Ebenfalls 3 Zentiliter. Und dazu kommen jetzt einige Säfte. Wichtig ist frischer Limettensaft. In etwa 2 Zentiliter. Und bis hierhin haben wir in Kombination mit Zucker eigentlich so, ich sag mal, so die klassische Tiki-Grundformel. Dazu kommen jetzt Orangen- und Maracuja-Saft, jeweils etwa 2 bis 3 Zentiliter. Ein wenig Zucker. Sowie Grenadin für die Farbe, soll halt eine leichte Rotfärbung haben. Was prinzipiell auch gewünscht ist, was ich auch eigentlich ganz schön finde. So wie wir ihn jetzt gleich anrichten, ist es eigentlich egal. Aber man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass man einen Tiki-Becher zur Hand hat. Dann wird das Ganze ganz einfach auf viel Eis geschäkt. Und wie gesagt, in, wie könnte es dann noch sein, einen Tiki-Becher abgeseiht. So wir denn unseren Strainer finden. Wenn Sie mich fragen, brauchen Sie eigentlich bei einem Tiki-Becher keine extra Garnitur. Sie können natürlich immer einen Ananaskeil noch dran machen oder vielleicht auch eine Orangenzeste. Da ist Ihnen gerade bei solchen Drinks wirklich jede Freiheit gelassen. Wir haben ja auch mal beim Zombie diese Maracuja aufgeschnitten und mit ein bisschen Overproof rumgemacht. Würde da jetzt auch funktionieren. Ansonsten ist das im Prinzip der Drink, was wir auf jeden Fall noch hinzugeben dürfen, ist ein Trinkhalm. Und das ist der berühmt-berüchtigte Hurricane. Cheers!